Boah, die Maschine ist ja mal echt mega nice. Hallo zusammen, mein Name ist Divito und wir spielen Besiege. Und zwar mal wieder in der Community 5 Edition. Ich zeige euch 5 Kreationen von euch, die ihr eingeschickt habt. Ein Sendelink ist dazu in der Videobeschreibung. Ich spiele natürlich das Spiel auch mal wieder normal. Sobald es neue Level gibt und sobald es ein Update gibt, kam in den letzten Tagen eigentlich nicht heraus. Aber wird mal wieder Zeit. Also ich glaube, es dauert gar nicht mehr so lang. Aber egal, wir fangen jetzt erstmal direkt mit der ersten neuen Maschine an. Und ich habe gelernt seit dem letzten Mal, ich sollte die Beschreibung nebenbei aufhaben, weil manche Maschinen verstehe ich nicht direkt, weil ich den Beschreibungstext nicht lese und stempel die dann als blöd ab. So wie den Wall-Kletterer. Der war wohl ganz gut gewesen, nur leider habe ich den jetzt schon gelöscht. Da hätte ich ihn gerne nochmal gezeigt, aber nichtsdestotrotz, guckt im letzten Video nach, da ist dann auch der Link, könnt ihr runterladen, obwohl hätte ich eigentlich auch machen können. Egal. So, wir fangen an mit der ersten Maschine und zwar von Chaos Media, der Octocopter. Und am besten auch immer so benennen und falls irgendwelche Level, also wenn ich damit bestimmte Level spielen soll, dann schreibt das ganz gerne in die Beschreibung rein, wenn er sagt, von wegen Level 4 ist damit unglaublich einfach. Dann schreibt es rein und dann mache ich quasi mit eurer Maschine den passenden Level. Und wir gucken uns jetzt erstmal den Octocopter an. Okay, der ist sehr groß. Und sieht auch sehr krass aus. Also ich bin jetzt auch im außerhalb des Bereiches. Also der ist sehr, sehr groß. Der ist ohne Witz sehr, sehr groß. Also habe ich schon gesagt, dass der groß ist? Glaub schon, oder? So, warte, das Steuerung. Okay, es sind auf jeden Fall sehr viele Knöpfe. Verdammt. Oh mein Gott, ich muss langsamer machen. Ich habe 5 FPS. Vielleicht langsamer und nicht schlechter, weil dann kann ich da besser steuern vielleicht. So, warte, was waren nochmal die Knöpfe? J und L. Jetzt passt auf, ich kann das voll gut fliegen. Das ist aber echt krass, dass man das so ausrichten kann. Also ich finde es immer super interessant. Ah, guck mal, jetzt kann ich sogar beide machen. Und wenn ich dann die noch drücke. Welche haben wir denn hier noch? Oh. Okay, ich gebe zu, ich sollte nicht alle Tasten gleichzeitig drücken, weil da ist schon was kaputt gebrochen. Verdammt. Aber an sich fliege ich schon ganz gut mit diesem Quadrocopter. Ja, ich werde immer schneller und wenn ich V drücke, dann lasse ich sogar die Bomben fallen. Nein, obwohl ich treffe nichts. War aber schon sehr nice. Achtung, ich will die trotzdem sehen, wie die explodieren. Bäm. Und schon kann ich irgendwie besser fliegen. Ich versuche nochmal. Sekunde. Wir haben jetzt ein Ziel. Und zwar die Soldaten hier vorne stehen. Die versuchen wir jetzt mal wegzubämmen. Okay, hoch mit dir. Ah, warte mal. Vorne, hinten. I ist für vorne. Nicht wundern, dass ich immer dahin gucke, weil da oben ist noch ein Monitor. Oh, yo! Läuft bei dem! Nein, nach rechts! FH. Oh nein, ich drehe nur. LJ? Ja, ist gut. Vielleicht will ich auch dieses Dorf hier einfach zerstören, weil wir da sowieso gerade drüber fliegen. Los, Dorf! Jawoll, ganze Dorf kaputt gemacht. Also auch ich glaube, bei jeder Maschine braucht man halt immer ein bisschen Übung. Ich mache hier quasi immer zum ersten Mal auf, lass mich überraschen, guck mir die Maschine an, probiere ein bisschen aus. Und versucht dann immer irgendwas kaputt zu machen. Wie gesagt, wenn ihr mir ein Ziel gibt, irgendein Level, dann versuche ich es da ganz gerne mal. Jetzt sind meine Hände wieder weg. Jetzt fliegen wir hoch. J und L. Und nach vorne war nochmal I. I. Ach so, man muss. Ah. Oh. Ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen vereinheitlicht, ist das gar nicht so schwer, ne? Weil wenn ich jetzt mal so gucke, perfekt, also perfekt, ohne Witz. Drücke ich natürlich alle Knöpfe gleichzeitig, aber es geht auf jeden Fall richtig gut. Klick. Tschüss, ihr Flaschen. Oh, das war leider nix. Aber ich muss sagen, echt eine coole Maschine, auch jetzt relativ einfach zu steuern. Also ich kam gut zurecht. Man muss halt beide Hände nehmen und die auf die Tasten so legen und dann auch drücken. Super cool gemacht. Ich würde sagen, wir gucken uns die nächste Maschine an mit dem Rad da. Bis gleich. Von Coquette, den Trecker.
Schreibt man so Trecker? Egal. Okay. Das ist zumindest ein Anhänger dran. Ich glaube, die Maschine kann nicht mehr. Lol. Okay. Und ich glaube, diese brutale Maschine kann ich sogar schneller abspielen. Erinnere mich an diese Holzzüge aus Kinderzeiten. Kennt ihr die noch mit dieser Holzbahn? Wo habe ich jetzt hingeguckt? Also sag mal so, ein paar Leute umfahren geht damit auf jeden Fall. Wir versuchen jetzt einfach mal irgendwo hinzufahren mit dem Ding. Sollte auf jeden Fall ganz gut gehen, wenn man so guckt. Natürlich, sieht man ja auch. Oh, da ist der Radstand ein bisschen schwierig gerade. Vielleicht ein bisschen mit Anlauf. Also sehr steif. Kommen da nicht hoch. Können nur noch ein paar Soldaten umfahren, wenn wir wollen. Okay, ist jetzt nicht die geilste Maschine, aber das Rad dreht sich schön. Ich würde sagen, nächste Maschine. Von DJ The Hovercraft. Probieren wir mal aus. Oh, das sieht ja cool aus. Das sieht echt witzig aus. Ich bin mal gespannt. Also, wie soll ich den steuern? So, Richtung Pfeiltasten, Waffen 1 und 2 über den Buchstaben. Kriegen wir hin. Und er hat auch gefragt, ob er ein ganzes Paket einschicken kann. Bitte nicht immer einzelne Maschinen einschicken, weil die werden auch nur einzeln rausgesucht. Also ich zeige jetzt nicht ein ganzes Paket von irgendeinem. Schickt alle Maschinen einzeln ein, wenn ihr mehrere habt. Oder sucht euch eine von eurem Besten aus und schickt die ein. Weil die Liste ist super lang. Ich kann gar nicht alle vorstellen. Außer ich mache jeden Tag 4 Videos, was vielleicht ein bisschen viel sein könnte. LOL! Das ist ja mal cool. Boah, die Maschine ist ja mal echt mega nice. Okay, jetzt vielleicht hier nicht unbedingt durchfahren, aber 360. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich mach mal ganz kurz 1 und 2. Okay, fangen wir mal neu an. Oh, die ist mal echt cool. Warum fangen wir eigentlich hier an? Sollen wir irgendwo hinfahren? Weil das hat auch so perfekt steuern lässt, ne? Erst dachte ich so, Hovercraft? Ja, genau. Und dann funktioniert es auch noch. Unbelievable. Also man kann auch vor- und zurückfahren. Das ist ja mal echt eine coole Maschine. Hui. Da habe ich mich gestoßen. Oh, fast die Bombe getroffen. Das ist noch ein Schaf, aber ich glaube, so gelenkig, um hier hochzufahren, ist nicht. Aber die kann man richtig gut steuern. Also sieht man auch, glaube ich, ne? Ich kann... Oh, ist meine Nadel vorne ist abgebrochen. Okay, für die Berge vielleicht nicht so gut oder so. Aber warte mal. Ne, Mist, das eine Schaf ist so weit weg. Rückwärtsgang. Aber das lässt sich besser fahren als so manches Auto. Okay, warte, wir fahren mal in die Stempel hier rein. Ui. Oh Mann, ich dachte, der wird komplett hochgepumpt. Warum sind die Soldaten eigentlich so lebensmüde? Bam, bam. Okay, wir müssen mal irgendwas zerstören jetzt. Ich würde sagen, das Dorf da hinten ist, glaube ich, ganz cool. Da können wir locker flockig hinfahren mit unserem Hovercraft. Wo, wenn ich mir so deine Maschine angucke, will ich doch schon ganz gerne ein ganzes Paket sehen. Aber wie gesagt, schick die alle einzeln ein. Ist echt gut gemacht. Bäm. Na, so geht das, ne? Und 2 haben wir auch noch. Lol. Cool. Und brennt auch sehr gut. Jetzt haben wir das komplette Dorf zerstört mit dem Ding. Also ich glaube, mit der Maschine kann man, glaube ich, einige Level schaffen. Ich würde aber mal sagen, nächste Maschine. Von Ist das LOL Multifunktionskatapult. Ich hoffe, der Name ist kein Troll. Ein Multifunktionskatapult. Was hat er dabei geschrieben? Wenn du das Auto willst, J drücken und vorsichtig herausfahren. Okay, also ich denke mal J. Dann koppel ich den ab und dann kann ich vorsichtig herausfahren. Ah. Und, hallo? Wo ist denn der Block? Lol, komm gar nicht mehr runter. Der ist unsichtbar, der ist explodiert. Okay. Funktioniert auch nicht so gut. Sekunde, ich drehe mal das hier, dieses wunderschöne Gefährt. Ich glaube, da habe ich das Problem mit der Schrägen, nicht schräge tauglich. Wir drücken J und fahren vorsichtig heraus. Okay, das funktioniert schon mal.
fahren jetzt mal in die Soldaten hier rein. Kommt her, meine Soldaten. Ich weiß gar nicht, warum das so weit weg ist. Hallo? Die passt aber ganz schön auf, ne? Nicht schlecht. Da sag ich ja mal, nicht schlecht. So. Aber gar nicht so schlecht. Also ich probiere es jetzt nochmal eben richtig gut. Und zwar drehen wir das ganze Ding jetzt mal in Richtung Turm. Vielleicht können wir quasi erst einmal was werfen und dann fahren wir rein und machen die Soldaten platt. Das wäre natürlich optimal. So. Wobei ich glaube, also mit L koppel ich das ab und spann die Seile. Ich glaube, diese Bombe wird wahrscheinlich einfach hier drauf liegen. Ach nee, voll gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ging er mal richtig sauber da rein. Pass auf. Hui. Okay, ging sogar sauber da drüber. Wir müssen mal ein Stück weiter zurück, Freunde. So. Wir brauchen mehr Platz. Weiter weg, nennt man das, glaube ich. Ich schmeiß aber mit dem Käfig kaputt. Ohne Witz, der erste Schuss, der war am besten, oder was? Lol. Ja, so ziemlich eigentlich, ne? Warte mal, wir richten nochmal ganz kurz so aus und probieren es halt. Ich will nur einmal den Turm treffen. Fast gut. Hä? Ich glaube, ich habe den Turm getroffen, aber erst im übernächsten Level, so wird aussah. Fast gut. Mann, warum geht das denn jetzt nicht mehr? Gerade so der erste Schuss, perfekt. Und jetzt? Okay, es regnet Feuer. Sieht aus wie ein Feuerwerk über dem Turm. Komm schon, du musst es doch... Jawohl, perfekt getroffen, den Turm. Und jetzt koppeln wir ab. Und fahren da gemütlich hin. Ja, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, warte. Okay, also vielleicht fährt man erst raus und schießt dann. Finde ich eigentlich auch ganz cool, die Maschine. Es war nicht so komplex, aber schon so ein bisschen... Also wie es funktioniert, ist ganz tricky. Und dann kann man halt noch rausfahren und ein paar Leute totfahren. Ich hätte, wie gesagt, erst rausfahren müssen und dann schießen. Und der Turm ist deutlich zerstört worden. Perfekt getroffen. Und ich würde sagen, nächste Maschine. Von Shadow 578, die Minicat. Oh lol, der ist echt mini. Und da steht voll die krasse Beschreibung bei. Vielleicht kann das Ding ja richtig viel. Vielleicht aber auch nicht. Okay, die Beschreibung ist top. Das ist wie in so einem Verkaufs-Werbespot auf jeden Fall. Diese Kreation ist ein sehr kompaktes, selbstständig fahrendes Katapult mit einem Schuss. Information. Mit etwas Übung sind mit dieser Maschine alle Level zu schaffen. Das klingt auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich alle Level aus der ersten Welt, so denke ich mal. Und viel Spaß beim Testen meiner Kreation. Katapult abfeuern, J, Katapultarm zurückziehen. Probieren wir mal aus. Also H und J. H drücken wir nach ca. 2 Sekunden, während der Katapultarm zurückgeschleudert ist. Drücken von J ist nur optional. Okay, probieren wir aus. Play. Ist auf jeden Fall, also er hat recht, ist sehr kompakt. Ich kann rechts und links fahren, okay. Und damit kann man echt jeden Level schaffen? Das wäre echt krass. Das sagt er mit etwas Übung, ne? Ich meine, gepanzert ist das Ding auf jeden Fall gut. Wie die Leute das so gar nicht interessieren, wenn ich die überfahren möchte. Komm jetzt. Komm, ich töte euch. Okay, warte, wir versuchen mal dieses wunderschöne Bauwerk da hinten zu vernichten, indem wir jetzt quasi, das hat er gesagt, J, ne, H drücken. Und 2 Sekunden später J, H drücken. Ah. Und mit J zieht man es halt zurück. Manchmal. Sehr gut. Also die Funktion finde ich ganz cool. Das hätte ich ganz gerne mal in einem riesigen Katapult drin. Das wäre super geil. Komm mal mit.
Komm, wir fahren jetzt mal dahin und schießen mal diesen Turm kaputt. Und dass man damit alle Level schaffen kann, bin ich sehr skeptisch. Aber kann ja sein, kann ja sein, kann ja sein. Pass auf, jetzt sind wir hier direkt davor. Drücken wir H. Hui! Okay, die Kraft ist natürlich gewaltig von diesem Gerät. Und eventuell kann man damit auch Leute platt machen. Warte mal. Scheint gut zu gehen. Warte mal. Dann wäre auf jeden Fall das Problem mit den Soldaten gelöst. Komm her! Okay, da spritzt auf jeden Fall Blut. Ich glaube, ich habe nicht alle erwischt. Der ist, ob der die auf ist. Komm mit. Oh, ich kann nicht mehr zurück. Aber ich kann drehen. Komm, die zwei Soldaten kriegen wir noch. Komm schon. Bin wie so ein Roboter, der jetzt hier rumfährt. Na, meine Freunde. Okay, einen haben wir noch und den letzten. Komm. Bam. Wie so Fäuste, die boxen. Aber ich muss sagen, dafür, dass das Ding so mega kompakt ist, finde ich es richtig cool gemacht. Okay. Ich würde sagen, heute waren wir richtig gute Maschinen drin. Ich habe auch mal die Anleitung benutzt, wie ich es in den letzten Parts nicht gemacht habe. Wenn euch der Part gefallen hat, dann drückt bitte einen Daumen nach oben und guckt mal, ob ihr die Teilenfunktion unterm Video benutzt, um einfach mal Leuten zu zeigen, was hier noch so abgeht. Und ansonsten bis zum nächsten Video von Besiege. Haut rein, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. Oh, krass. Und ich bin nur auf 24%. Eigentlich ist das Ding wahrscheinlich richtig schnell. Alter, das ist normal. Okay, komm da nicht mit klar. Sehr, sehr geil. So, jetzt muss ich nochmal irgendwie gucken, dass ich das Ding da abschieße. Und zwar mit V. Hä?